Holzstöckchen! Holzstöckchen! Ja, Holz! Pack's weg, Stöckchen! Pack's weg! Ja, und ein herzliches Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Let's Talk und Hau derweil Löcher in Minecraft-Boden. Ich bin Andy Stissel, aber nicht mein Nissel, denn der macht Geschissel. Ich glaub, es hackt, Leute. Sehe ich gerade. Können wir da jetzt hier mal überall ein bisschen auffüllen. Verschwinde! Elendiger! So, warum liegen hier lauter Knochen auf dem Boden rum? Das möchten wir gerne wissen. Wer kann es uns erklären? Vielleicht du da draußen. Du warst doch bestimmt live dabei, als irgendjemand hier komischerweise Knochen in die Gegend geschmissen hat. Kannst mir doch mal sagen, was das bitteschön soll. Not enough Kohle, not enough Kohle, ich muss mehr holen, bleib mir gestohlen, ich hab keine mehr Scheiße. There's no coal anymore, it's the coal anymore. Hello, hello, my lady, hello, my honey. Gehst weg. So. Oh, was ist das jetzt hier für ein Durcheinander? Dann brennen wir jetzt mal eine ganze Runde Steine ein. Dann können wir da bald mal wieder was draus bauen. Aber nämlich auch bald. Sehr bald brauchen. Wenn nämlich jetzt mittlerweile fast so weit sind, dass wir die brauchen werden. Ja, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Da nehme ich jetzt die Drecksknochen mit. Ja, jetzt soll's kommen. Warum liegen hier eigentlich überall Knochen rum? Wer macht denn sowas? Ja. Ich bin gerade hier live, wenn auch nicht live, von der Baustelle, Baumängel bedingt durch Baumängel. Das ist unser heutiges Thema hier an diesem, ich glaube Sonntag müsste es sein, Baumängel bedingt durch Baumängel. Darauf einen zarten Rülpser. So, ja.
Nach meiner letzten Aufnahme, diese da war ja gewesen am Dienstag, as I remember. Ja. Ich habe relativ zeitig aufgehört und habe mir dann gedacht, ach komm, ey, was soll's? Wow, Zombie. Zombie zu plötzlich lauter Musik. Verrecke. Skelett ist verschwunden, dafür haben wir ein Minifoods hier. Gut. Minifoods sind wieder kuscheln. Du bist dran. Ich bin dran. Verloren. Ja, was wollte ich sagen? Baumängel bedingt durch Baumängel. Das war das Thema heute. Na komm, ein bisschen Zeit hast du noch, bevor du aus dem Haus gehst. Hat noch einen Termin, den ich wahrnehmen wollte. Gott, wie wollte ich das denn hier bauen? Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwann kommt hier die Kohle raus. Ja. Ich also so einen halben Liter Wasser aus dem Wasserhahn gezogen, ab in den Wasserkocher. Für so einen halben Liter Tee ist es meistens von Vorteil, wenn man sich einen halben Liter Wasser abfüllt. Ja. Soweit der witzige Teil. Hahaha. Wie ich das so mache? Ich weiß nicht mehr, wie ich das hier machen wollte. Wie wollte ich das denn hier machen? Einfach nach unten aufgehen lassen und gut ist, ne? Ja. Da fängt das plötzlich in der Wand irgendwie so da, wo mein Boiler sitzt, oder mein Durchlauferhitzer ist es ja, fängt das an zu rauschen. Vom Prinzip her immer ein sehr schlechtes Zeichen. Eye of the Storm heißt dieses Musikstück, aber es war kein Storm, es war ein Strom. Ja, also den mache ich den Schrank unten auf, wo dieser Durchlauferhitzer ist, guck mir das Ding an, kann nichts feststellen. Sieht eigentlich alles normal aus, ich mir dachte, schauen wir mal. Was er hat gekocht, das ging ja recht schnell. Ich mache mir meinen Tee. Es rauscht immer noch. Es sind mittlerweile schon ein paar Minuten vergangen. Da wäre doch gut. Ja. Dann waren die 2 Minuten um, die der Tee ziehen muss. Ich gehe wieder in die Küche und sehe auf einmal, ach du Scheiße, mein Küchenboden ist nass. Ich also erstmal panisch auf jeden Fall schon mal den Teebeutel einfach ohne groß Abtropfen aus der Tasse gezogen, auf den Teller geschmissen nebendran. Und einen Lappen genommen, ein bisschen aufgewischt, wieder in den Schrank geguckt. Was ist da los? Nix gesehen. War echt scheiße. War echt doof. Ja. Und dann, da wo ich so vor mich hin... So, was macht denn meine Maus hier gerade? Die verklemmt sich ja total. Gerade so am Wischen bin, sehe ich, ach du Scheiße, hinter dem Schrank läuft das Wasser raus. Ich also erst einmal alles in Bewegung gesetzt. Die Fachleute gesucht. Was ist denn das für eine Creeper-Plage hier heute? Sag mal. Ihr seid zwar grün, aber dieser Gang war nicht für Creeper gedacht. Nein! Nein, 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 nein! Souverän. Ja. Bis dann endlich im Keller am Haupthahn das Wasser abgestellt war und es auch meine Wasseruhr dann irgendwann kapiert hatte, dass da jetzt bald nichts mehr nachkommt. Das dauert auch noch ewig, bis der letzte Rest nachgeflossen ist. Ja, da war dann auch das Wasser schon
Ja, von der Küche ins Wohnzimmer hier laufen. Hat er sich sogar schon bis zum Schlafzimmer verteilt. Ein Riesensee hier in meiner Wohnung. Ja. Gab viel hin und her. Das ist übrigens auch der Grund, warum am Freitag mein Freitagsspecial ein bisschen zu spät kam. Ich kam wieder nicht hinterher, weil ich wieder mal mich mit anderer Scheiße rumplagen musste. Ja, Inform Lead, der Handwerker kam am nächsten Tag, hat einen neuen Durchlauferhitzer eingebaut. Da ist wohl irgendwie dieses Druckventil kaputt gegangen, was einfach, wenn das Wasser vom im Durchlauferhitzer heiß genug ist, eben zumacht. Also hat er nicht zugemacht, also hat er geheizt und geheizt und geheizt, bis er einen solchen Überdruck produziert hat, dass der, das ist den Zulauf aus dem Durchlauferhitzer rausgerissen hat und ja. Das Ganze hat sich dann irgendwie hinter dem Durchlauferhitzer irgendwie in der Wand erstmal ein paar Minuten aufgestaut und ist dann irgendwann übergelaufen und ja. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Das ist mein einer Küchenschrank. Leider komplett aufgeweicht, was sehr ärgerlich ist. Und was noch ärgerlicher ist, dass das Wasser so weit gelaufen ist, dass mein gesamtes Laminat im Arsch ist. Das haben wir jetzt schon komplett rausgerissen, dass der Boden unten drunter trocknen kann. Weil selbst, das waren schon von dem, was wir aufgewischt haben, knapp 100 Liter, die da, durch meine Wohnung schwammen. Könnt ihr euch vorstellen, das ist so eine volle Badewanne, fast. Immer. Sich da dann einfach mal so in die Wohnung kippt. Besten Dank. Ja, ganz groß. Morgen kommt der Gutachter der Versicherung, schaut sich den Quatsch mal an, guckt mal, was er dazu sagen kann oder auch nicht. Werden wir mal sehen, ob er dazu was zu sagen hat. Das wissen wir ja noch nicht. Ja gut, aber muss halt geklärt werden. Mein Boden ist jetzt nur noch der hässliche alte Teppich, der vorher drin war, wo wir das Laminat einfach drüber gelegt hatten. Das ist der Baumängel, bedingt durch den Durchlauferhitzer-Baumängel-Mangel. Bei mir sieht es jetzt ein bisschen aus wie Sau, weil halt überall der Boden aufgerissen ist. Diverse Sachen, die dafür im Weg standen, jetzt irgendwo anders drum stehen. Und hier herrscht ein bisschen Chaos. Ich bin dezent begeistert von dieser Situation. Ganz toll. Ja, und halt wie gesagt, durch diesen ganzen Hin und Her habe ich es dann leider vergessen, ein Freitagsspecial rechtzeitig hochzuladen. Das kam dann am Freitag, als ich nach der Arbeit heimkam, habe ich das direkt gemacht, kam nur ein bisschen zu spät. Da sie es aber jetzt bis zum aktuellen Punkt noch keiner angesehen hat, scheint es auch niemand vermisst zu haben. Ansonsten finde ich es schön, dass ihr jetzt gerade wirklich relativ fleißig euch GTA und Battlegrounds anguckt. Das ist immer schön, wenn was Neues auch angenommen wird. Gibt auch immer wieder nette Kommentare dazu. Also, Funkprinzip her. So, jetzt habe ich genug Stein eingesammelt, dass ich hier mal die Kohle rausrödeln kann. So, das werde ich jetzt, glaube ich, noch eine Weile in die Tiefe treiben, bevor ich hier den nächsten Ansatz setze. Oh,
Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen, aber... So, drei. War ja nix. Tja. So ist das jetzt. Hey, da kann man nur sagen, juhu. Ja, noch ein bisschen... Auch willkommen in der Selbstständigkeit, so ein bisschen in deinem eigenen Leben, ne, wenn man anfängt für sein eigenes Leben, auch so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen. Da ist es schön, wenn man dann auch schon mal direkt seinen ersten eigenen privaten Wasserschaden in der Wohnung hat. Da freut man sich. Ja, ich habe auch ja, im Rahmen dessen ein kleines Gedicht geschrieben für mein Laminat. Man muss dazu sagen, dass im Laminat, das war wirklich mit Liebe ausgesucht und da haben wir auch lange überlegt, was sollen wir denn da jetzt nehmen? Welches Laminat wäre denn da das Richtige? Man wusste es nicht so genau. Aber lange drüber nachgedacht. Ich habe das halt hier hinten jetzt kaputt gemacht. Das ist halt so nicht geplant gewesen. Ja, und es hatte dann perfekt gepasst. Das war das ideale Laminat. Das war, es hätte gar kein anderes sein dürfen können. Das war nicht das Standard-Laminat, wie man es sonst kennt, das klassisch hellbraune. Nein, das war ein dunkles, eher rustikales Laminat mit grober Maserung, das sich in den allgemeinen Stil der Wohnung sehr gut angepasst hatte. Ja. Das steht jetzt auseinandergenommen in Einzelteilen in meinem Hausflur, die Treppe entlang. Und deswegen habe ich meinem Laminat ein Gedicht geschrieben. Ich nenne es Ode an das Laminat. Und es geht folgendermaßen: Laminat, oh Laminat. Einst warst du mein Laminat, lang hab ich für dich gespart, nun bist du aufgequollen, schad. Ja, also mein, der fachkundige Literar hat gemerkt, da steckt viel Gefühl drin, da kochen die Emotionen hoch. Es ist für wahr ein trauriger Moment. Für mich. Für viele andere auch. Aber gut, was zu machen. Ist halt jetzt so. Ist halt jetzt so. Muss Kartoffel essen. Ja, das ist ein bisschen doof. Wie gesagt, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6. Ja, mal gucken, wie das weitergeht in der nächsten Aufnahme. Da ist dann der Montag mit Sicherheit auch schon durch. Da kann ich dann vielleicht berichten, was der Gutachter der Versicherung dazu sagt und wie wir da jetzt hiermit weitermachen. Das Ganze geht sowas, geht natürlich prinzipiell erstmal über die Versicherung des Hauses, nicht über meine. Das ist ja doof hier. Das ist ein... ein nicht von mir verursachter Schaden, beziehungsweise das Ganze ist ja, es wird so geregelt, also es gibt ja auch die Hausratversicherung, ne? Die habe ich ja zum Glück auch im Notfall. Ich kann auch nur jedem empfehlen, der seine eigene Wohnung hat, geizt nicht an der falschen Stelle. Haftpflicht, Hausrat auf jeden Fall, Haftpflicht sowieso. Das kann ganz plötzlich ganz fürchterlich teuer werden für einen. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt hier... Das Laminat, das wir hier verlegt hatten in der gesamten Wohnung, das waren schon ein paar hundert Euro. Und ja, inklusive Dampfsperre, die da drunter muss und so weiter und so fort. Trittschalldämmung.
Das kostet schon ein bisschen was, das ist Geld. Das habe ich ehrlich gesagt gerade nichts übrig. Bin schon froh, dass es da eine Versicherung gibt, die sich darum kümmert und auch kümmern muss. Ja, aber ansonsten Hausratversicherung, das hat mir kürzlich jemand mal sehr bildhaft erklärt, so lässt sich das auch gut verstehen, für was eine Hausratversicherung aufkommen muss. Die Person, ich glaube eine nette Dame war es gewesen, ich bin in dieser Schlucht glaube ich noch nie gewesen, ist das Lava? Nee, doch hier, in der war ich. Da hinten brennt auch Licht, aber ich war hier nie. Ist ja nice. Wenn man theoretisch das Haus auf den Kopf stellen würde. Oh, hier war ich dann schon nochmal gewesen. Hier habe ich sogar dicht gemacht. Also wenn man das Haus theoretisch auf den Kopf stellen würde. Alles, was dann rausfällt. Also man macht das Dach ab, stellt das Haus auf den Kopf, alles, was dann unten rausplumpst. Das umfasst die Hausratversicherung. Gut, theoretisch liegt das Laminat nur locker auf. Das würde eigentlich auch rausfallen, aber das zählt als Boden. Das bleibt eigentlich drin. Das, ja. Jetzt gibt es da noch hin und her mit Elementarschaden und so weiter und so fort. Wer das dann wieder abdeckt und so, ist kompliziert. Aber irgendjemand muss dafür aufkommen, das ist ganz klar. Wenn es die Versicherung nicht macht, das ist, war ein ganz klarer Baumängel. Ich kann nichts dafür, dass der Durchlauferhitzer kaputt ist. Wenn die Versicherung sagt, ja, der ist nicht ordnungsgemäß gewartet worden, dann ist das an der Stelle Punkt zu sagen, ja, die Wartung solcher Geräte, da muss sich halt auch der Vermieter kümmern, zumal ich ja noch nicht mal ein Jahr in dieser Wohnung hier drin bin. Das heißt, wenn so ein Gerät einmal im Jahr gewartet werden muss, dann ist das irgendwie vorher schon verkackt worden. Ist also eigentlich alles nicht meine Schuld. So würde ich das mal sehen. Na gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich beziehe diese Folge gerade. Eben waren es noch 17 Minuten und jetzt sind es schon 23. Ah, und ich wollte mal wieder ein bisschen Einzelfolgen machen, weil jetzt gerade auch mein Rechner wieder so vollgepackt ist, dass ich wieder Angst habe, dass ich hier wieder alles verschiebe. Ich habe Bock drauf, habe ich keine Zeit für. Folgenwechsel. So, aus jetzt. Schluss. So sah es bei mir daheim aus. So hat's ausgesehen. Nur, dass du zu schnell abgelegt. Egal, Schluss jetzt. Aus.